Heute zeigen wir euch gemütliche Überlebenskünstler aus Australien. Der Koala. Ich glaube, er hat es gemütlicher als ich. Ah. Koalas sind baumbewohnende Beuteltiere, die sich voll und ganz auf den Verzehr von Eukalyptus spezialisiert haben. Eukalyptus ist nämlich giftig und reich an schwer verdaulichen Fasern. Es braucht viel Zeit, um diese Fasern zu verdauen und das Gift abzubauen. Dabei hilft den Koalas ihr bis zu 2 Meter langer, mit Bakterien gefüllter Blinddarm. Koalas schlagen sich jeden Tag den Bauch mit 200 bis 600 Gramm Eukalyptusblätter voll. Trotzdem sind sie sehr wählerisch. Von den rund 600 Eukalyptusarten essen die Tiere gerade mal 30 Arten. Die Blätter werden dabei sorgsam beschnüffelt und wenn sie für gut befunden sind, werden sie gegessen. Koalas trinken kein Wasser. Sie nehmen genügend Flüssigkeit mit den Eukalyptusblättern auf. Das Wort Koala stammt von den Aborigines und heißt ohne Wasser. Übrigens, Koalas riechen wie Eukalyptusbonbons. Wen wundert's? Die langsame Verdauung und der Giftabbau sind auch der Grund, warum Koalas bis zu 22 Stunden pro Tag schlafen. Damit schlagen sie sogar das Faultier. Die jungen Koalas bleiben relativ lange bei der Mutter. Bei der Geburt krabbelt das Junge selbstständig aus dem Geburtskanal in den Beutel. Es ist etwa so groß wie eine Erdnuss, blind und nackt. Im Beutel saugt es sich an einer Zitze fest. Nach etwa 22 Wochen öffnet es die Augen und beginnt aus dem Beutel zu schauen. In dieser Zeit lernt es, Blätter mit den Händen zu greifen und sie sorgfältig zu beschnuppern, bevor es sie frisst. Trotzdem trinkt das Junge noch bis zum Alter von 1 Jahr Muttermilch. Wisst ihr, wie ein Koala tönt? Erstaunlich für so ein süßes Kuscheltier. Ich habe jetzt richtig Lust auf ein Eukalyptusbonbon, aber eins ohne Giftstoffe. Bis morgen!